Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wollte eigentlich zu Beginn jetzt einen Witz machen, dass ich aus Hannover komme und dass man das an meinem Akzent natürlich hört. Jetzt hast du schon vorweggenommen, liebe Iris, dass ich aus Österreich stamme. Auch mehrere Jahre in Kiel haben es nicht meinen österreichischen Einschlag nicht ganz, kann ich den jetzt nicht ganz verleugnen. Wie kommt ein Österreicher dazu, über maritime Themen zu sprechen, die nicht historisch sind? Wir hatten ja mal, oder sagen wir mal so, wir haben zurzeit keinen Zugang zum Meer und keine Marine. Ich werde es ein bisschen erklären, wie es dazu kam, und ich darf mich auch bedanken für die Einladung. Ich bin, muss ich zu meiner Schande gestehen, zum ersten Mal in Bonn. Ich habe zwar Familie in Wetzlar, ich habe in Marburg an der Lahn studiert, in Kiel studiert, aber es hat mich noch nicht hierher verschlagen. Jetzt bin ich hier leider nur kurz, aber für die Zukunft komme ich natürlich gerne und darf auch ein großes Lob aussprechen an die Uni und die ganzen Kooperationspartner hier, die ein wesentliches Thema, nämlich das maritime Thema, hier aufs Tableau bringen. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh darüber, dass doch einige und viele Leute gekommen sind. Ich habe schon zu diesen Themen vor ganz kleinem Publikum auch schon gesprochen. Insofern freut mich das. Lassen Sie uns gleich einsteigen in das Thema Europa als maritime Macht, Risiken, Potenziale und Defizite. Freut mich, dass es in dieser Reihenfolge ist und nicht umgekehrt. Ich möchte auch anhand dieser Themen und dieser Punkte heute durchs Programm führen, Potenziale, Risiken, Defizite, und dann einen Ausblick geben und dann auch die Möglichkeit für Fragen oder Antworten stehe ich natürlich zur Verfügung. Wenn man mich nicht versteht oder mein österreichischer, mein steirischer Akzent zu stark wird, bitte einfach kurz die Hand heben und sagen, das habe ich nicht verstanden, bitte sprechen Sie deutlich oder wiederholen Sie das. Oder wenn jemand völlig anderer Meinung ist, dann gerne auch kurz reingrätschen. Ich bin kritikfähig und ansonsten gerne natürlich auch in der Q&A, wie es im Neudeutsch heißt. Iris hat es auch schon meinen Werdegang ein bisschen beschrieben. Für alle Jungen oder Junggebliebenen in diesem Publikum, auch ich habe einen sehr interessanten Werdegang im Leben gemacht. Ich war mal bei der Polizei einige Jahre lang, habe dann auf Lehramt umgewechselt, habe studiert Englisch und Geschichte, durch das Geschichtestudium in die Sicherheitspolitik reingerutscht, habe auch unterrichtet an der Schule, habe gemerkt, okay, die nächsten 25 Jahre Schülerinnen und Schüler, den Unterschied zwischen Present Simple und Past Tense zu erklären, ist nicht ganz meins. Und ich habe schon in meiner Masterarbeit über maritime Themen geschrieben, und das ist auch sehr gut angekommen. Und ich habe gemerkt, da gibt es eine riesige Forschungsnische oder eine Forschungslücke, muss man sagen, die man besetzen könnte. Und das habe ich gemacht, indem ich dann nach Deutschland gegangen bin, nach Kiel. Und oben bei Joachim Krause, Sebastian Bruns, Joachim Weber, da war damals auch Fellow, und bei den Kolleginnen dort oben studiert, promoviert habe und dieses internationale Netzwerk auch Teil dieses Netzwerks war. Dann bin ich zurück nach Österreich aus privaten Gründen, und Sie können sich vorstellen, da wurde ich natürlich mit Geld überhäuft, weil maritime Forschung in Österreich ganz besonders wichtig ist. Dem ist natürlich nicht so. Das heißt, mein Standbein ist zu meinem Spielbein geworden, und ich bin zurück zu der kommunalen Sicherheit, der Radikalisierungsprävention, der Extremismusprävention, und arbeite da sehr viel mit Sicherheitsbehörden zusammen. Wenn Sie glauben, maritime Themen sind ein Nischenbereich, wir arbeiten auch in der Nachrichtendienstforschung, also das ist wirklich ein Orchideenfach, aber ein ganz spannendes. Also wenn Sie Interesse an nachrichtendienstlichen Themen haben, Sie können einfach meinen Namen googeln, und da werden Sie schon unsere Einrichtung auch finden, die das in Graz seit 20 Jahren macht. Heute aber in meiner... Ja, bitte. Ja. Ja, gerne. Mache ich gleich vorweg. Über viele Jahre hat man uns belächelt dafür, dass wir Propagandaforschung betreiben, weil im deutschsprachigen Raum das Wort Propaganda ja anders belastet ist. Na, da denkt man sofort an Goebbels und Co. Das heißt aber, wir haben die Forschung an dem Thema Propaganda, wie auf Menschen Einfluss genommen wird, immer in den Vordergrund gerückt, also auch die aktuelle. Und nicht zuletzt seit des Ukraine-Kriegs und den Desinformationskampagnen und dergleichen, Fake News, ich brauche Ihnen da nicht groß was erzählen,
sind sowohl der Staat als auch die Universitäten nunmehr sehr, sehr interessiert an unserem Know-how in diesem Bereich. Und wir haben ja gerade einen großen Spionageskandal in Österreich, den Sie vielleicht auch mitbekommen haben. Auch in Deutschland wurden zwei Männer festgenommen in Bayern, weil wir andere Mächte am Werk haben, die in unsere Gesellschaft eindringen wollen. Also insofern, deswegen sind wir dem treu geblieben, auch dass wir Propagandaforschung betreiben im Hier und Jetzt. Heute in meiner Funktion als ISPK-Fellow. Wie gesagt, Österreicher, was denkt man? Ich habe ein Kollege hier hat schon gesagt, er kennt meine Heimatstadt Graz. Eine kurze Frage, kennt jemand sonst noch Graz? Wer war schon mal in Graz? Die meisten Deutschen verschlägt es nach Wien, Salzburg, Innsbruck vielleicht zum Skifahren, aber eben nach Graz nicht. Eine tolle Stadt, hier mache ich den Sales-Pitch für Graz, ehemalige Habsburg-Residenz, wunderschön, gute Kulinarik. Und wir sind für diese Dinge bekannt, vielleicht weniger für das Thema Maritimes. Ich habe aber Ihnen auch etwas mitgebracht, was vielleicht bezeichnend ist für, wie verbunden auch Österreich mit der Welt ist. Das kennen Sie wahrscheinlich alle. Eines unserer Erfolgsprodukte neben der Sissi und dem Schnitzel ist das Red Bull. Und dieser Konzern hat es geschafft, die Formel 1 zu dominieren, in Deutschland ein zum Teil unbeliebtes Fußballteam zu sponsern, in Österreich einen Serienmeister im Eishockey und im Fußball herauszubringen. Das heißt erfolgreich. Und nur erfolgreich aufgrund dessen, dass sie die Globalisierung nutzen und den Warenverkehr auf See nutzen können. Das heißt, diese Dose zahlt das alles und die 2,90 Euro, die ich heute an der Tanke bezahlt habe dafür, hat das quasi dazu beigetragen. Im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe werden Sie auch einen Vertreter des Duisburger Hafens kennenlernen. Unter anderem dieses Produkt wird zu Tausenden und Millionen über den Duisburger Hafen als größten europäischen Binnenhafen in alle Welt von Graz nach Deutschland und dann in die Welt verbracht. Das heißt, ich mache mir das jetzt auf und trinke auf die Globalisierung. Ich werde nicht gesponsert von Red Bull übrigens, gell? Nicht gesponsert. Gut, aber ernsthaft, ich bin auch amerikanischer Staatsbürger, dadurch kann ich mir einmal die neutrale österreichische kleine Kappe aufsetzen und im nächsten Moment kann ich sagen, okay, internationale Politik, wir Amerikaner. Aber es ist natürlich schon so, dass auch Österreich vom internationalen Warenhandel, vom Handel auf See und was passiert zur See absolut abhängig ist. Und ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt und deswegen bin ich auch heute hier. Das war meine Magisterarbeit, die dann im Naval Institute, also im amerikanischen Verlag, herausgekommen ist zum Niedergang europäischer Seestreitkräfte. Das habe ich bei den dänischen Kollegen in Kopenhagen geschrieben zur Zukunft europäischer Seestreitkräfte und jetzt vor 2 Monaten erschienen. Meine Dissertation gekürzt, weil 500 Seiten wollten sie nicht drucken, jetzt sind es nur 480, zum Thema europäische Seestreitkräfte seit dem Kalten Krieg und deren Entwicklung. Kann relativ günstig um 130 Euro erworben werden im Internet. Also das ist mein Fokus. Ich möchte mit Ihnen aber kurz auch durch Definitionen durchgehen, damit wir über dasselbe sprechen. Europa. Jeder, wenn ich jetzt hier fragen würde, was wäre, ist Europa für Sie, hätten Sie wahrscheinlich unterschiedliche, vielleicht ein paar ähnliche, aber sonst unterschiedliche Auffassungen, was Europa für jeden und jede hier bedeutet. Deswegen ist es für mich natürlich eine große Herausforderung, Europa als maritime Macht zu erklären. Das heißt, wir müssen ein bisschen darüber sprechen, wie definieren wir diese Dinge, wie definieren wir Europa, was ist das für uns, was ist es im internationalen Kontext, was ist Macht? Wo bewegen wir uns? Jene von Ihnen, die internationale Politik studieren, für die ist das natürlich nur eine Wiederholung. Für den einen oder für den anderen wird aber vielleicht auch was Neues dabei sein. Ich komme aus dem Realismus, also ich gehe davon aus, dass das internationale System anarchisch ist, dass es darum geht, Interessen durchzusetzen, dass Staaten nicht philanthrop unterwegs sind, sondern irgendwie gesagt, die Interessen haben und diese auch durchsetzen wollen mit unterschiedlichen Mitteln. Ich gehe davon aus, dass internationale Organisationen zwar gewisse Regelfunktionen haben, aber das Grund, wenn man so will, das Grundgerüst der internationalen Beziehungen sind Nationalstaaten. Und auf das fußt auch meine Arbeit, weil ich die
Seestreitkräfte der einzelnen Staaten zum Beispiel analysiert habe. Und diese Staaten haben Interessen und die haben Macht, mehr oder weniger Macht. Und Joseph Nye, ein berühmter amerikanischer Wissenschaftler, hat das 2012 so definiert: Macht, also Power im Englischen, is the ability to influence the behavior of others to get the outcomes you want. Und das ist ganz wichtig, wenn wir uns über Macht, Europa und Macht, dann geht es darum, um Interessen umzusetzen, dass jemand andere etwas tut, das man selber möchte. Und er hat auch dieses Wortpaar Hard Power und Soft Power quasi zum ersten Mal umfassend genutzt. Und das ist einerseits Hard Power, wird dem einen oder der anderen bekannt sein, ist die Durchsetzung durch Druck, durch Zwang, durch Drohung, durch wirtschaftliche Sanktionen zum Beispiel oder die Androhung von dem Einsatz militärischer Mittel, sehr salopp formuliert. Und Soft Power ist dieses attraktive, ähnliche Interessen haben, gemeinsame Ideen haben und dadurch durch Attraktivität der Handlungen andere für die eigene Sache zu gewinnen. Und wenn man das zusammenführt, ist das, nennt er das Smart Power, und das verwenden Staaten, um in der Welt ihre Interessen durchzusetzen. Jetzt kann man auch Macht zu See haben. Und da sind wir im Deutschen schon ein bisschen, stoßen wir auf Herausforderungen, weil im Englischen es mehrere Wörter gibt, um die unterschiedlichen Aspekte von Seemacht oder Macht zu erklären. Im Deutschen haben wir ein bisschen weniger Möglichkeiten. Und deswegen haben viele große Wissenschaftler zu diesem Thema auch publiziert, in welchen verschiedenen Facetten Seemacht vorhanden ist. Und Sir Walter Raleigh sagt im 16. Jahrhundert beziehungsweise Anfang des 17. Jahrhunderts: Whoever commands the sea commands the trade. Whosoever commands the trade of the world commands the riches of the world. And consequently the world is itself. Das ist eine Aussage, die weitestgehend ich auch unterschreiben würde, dass wer Seemacht hat, seine Interessen deutlich besser umsetzen kann. Eine der Thesen, die auch prominente Wissenschaftler aufgestellt haben oder hat, ist, dass eigentlich, wenn man uns die Geschichte der letzten 2.500 Jahre ansieht, maritime Allianzen oder maritime Staaten fast alle größeren Konflikte entweder sie eine Unentschieden, wenn man so will, in der Fußballsprache geschafft haben oder auch diese Konflikte gewonnen haben. Und das ist etwas, wo auch ich, das auch ich unterschreiben würde, wenn man sich die historischen Konflikte anschaut. Wir haben gerade vorher mit dem Kollegen über die Erbfolgekriege, spanische Erbfolgekriege gesprochen. Und auch da spielt Seemacht eine ganz wesentliche Rolle. Ich kann Ihnen das vielleicht hier in diesem Bild verdeutlichen. Den Thalassokratien, also den Staaten, den Seemächten des Altertums, Phönizier, Karthago, Athen natürlich ganz berühmt, bis hin zum Römischen Reich, das natürlich auch eine Seemacht im Mittelmeer war, im Mare Nostrum, die haben ganz wesentliche Konflikte durch ihre Seemacht gewinnen können. Das hat sich weitergezogen im letzten Jahr in dieser Veranstaltungsreihe, hat ja mein Kollege Johannes Peters über die Hanse gesprochen, die auch eine dominante eine Wirtschaftsmacht waren, wenn man das so will. Wir haben natürlich auch das Mittelmeer später, die Schlacht von Lepanto und anderes. Wir haben hier die Kämpfe und die Kriege zwischen Großbritannien und Frankreich und natürlich dann Erster, Zweiter Weltkrieg bis hin zu der Pax Americana beziehungsweise der US Navy, die eine dominante Rolle gespielt hat, in wie die Welt heutzutage aussieht. Und jetzt kommen wir zur Herausforderung, wenn wir von dem Maritimen, dem großen Ganzen, auf Seemacht runterbrechen, was Staaten machen und dann nochmal runterkommen wollen, eigentlich auf die sicherheitspolitischen Aspekte, und wir sind ja heute auch in einer sicherheitspolitischen Veranstaltung. Kennt dieses Dreieck jemand? Hat das schon mal jemand gesehen von Ihnen? Keiner.
Super, dann habe ich meinen Soll schon erfüllt. Dann haben Sie das zum ersten Mal bei mir gesehen. Es stammt von Ken Booth aus dem Jahre 1977, also auch schon etwas länger her. Und das beschreibt die Rolle von Seestreitkräften. Und das wird eigentlich von jedem Wissenschaftler, der sich mit maritimen Themen, also mit Seestreitkräften oder dergleichen auseinandersetzt, verwendet. Seestreitkräfte haben, wenn man so will, drei Funktionen. Die grundlegende, deswegen auch auf der Basis, die militärische Funktion, nona net, wird der Österreicher sagen. Also wir haben eine militärische Funktion, die nicht nur die Kriegsführung ist, sondern auch die Abschreckung sein kann, die ganz wesentlich drinnen ist. Und dann haben wir aber diese zwei anderen, die oftmals übersehen werden, weil wir in den vielen Dokumentationen über Konflikte der Menschheit immer wieder die kriegerischen Aspekte im Vordergrund haben. Die diplomatische Rolle von Seestreitkräften, eine ganz wesentliche, die kann sein, um Interessen zu signalisieren, sowohl im Sinne einer Drohung, aber auch einer freundlichen Handlung, wenn eine deutsche Fregatte zum Beispiel nach Indien segelt und dort einen Besuch macht und einen Hafen ansteuert und dann eine Einladung ausspricht, dann hat das etwas sehr Positives. Wer war schon mal Kieler Woche? Kieler Woche, ein paar wenige, müssen Sie alle hin, Kieler Woche ist wunderbar. Da gibt es auch ganz oft Open Ship, das heißt, der ganze Stützpunkt ist voll mit Schiffen, da kann man an Bord gehen und im nächsten Moment kann dieses Schiff aber in den Einsatz geschickt werden. Und das ist etwas ganz Einzigartiges, was so eigentlich nur die Seestreitkräfte können. Diplomatische Rolle ganz wesentlich. Und dann gibt es noch diese Policing-Rolle. Christian Büger hat auch sicherlich darüber gesprochen. Im jetzigen Englisch nennt man es Constabulary Role, also eine polizeiliche Funktion, weil einfach auf den Meeren und um die Meere herum so viel passiert, wo Seestreitkräfte auch mit unterstützen können. Humanitäre Unterstützung bei einer Tsunami-Katastrophe oder wenn der Hurricane in der Karibik wieder mal hier Menschenleben fordert. Also hier hatte man ganz viele Optionen, Schutz der Fischereirechte und dergleichen mehr. Ich will als studierter Historiker kurz in die Geschichte eintauchen und jetzt sehe ich schon, alle Augen leuchten auf, jawohl, Geschichte, das Beste, das es gibt überhaupt. So hoffe ich doch. Es gibt wohl keine andere Region auf dieser Welt, die stärker oder mehr vom maritimen Raum geprägt wurde als Europa. Und da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Das beginnt im Altertum mit diesen Thalassokratien, die auch die Wiege unserer westlichen Gesellschaft darstellt. Man braucht nur überall hinschauen, der Limes, auch in Österreich natürlich, an jeder zweiten Kreuzung steht irgendwann ein Stein aus der Römerzeit. Das heißt hier ein ganz starker Einfluss. Natürlich auch die Erkundung des hohen Nordens, wenn man so will. Und man weiß ja auch, dass inzwischen wahrscheinlich Amerika ja schon früher entdeckt wurde. Falls Sie kein Dänisch sprechen, die Herren auf der linken Seite meinen, die Herren auf der rechten Seite hätten Sex mit Kühen und die meinen, die hätten Sex mit Pfauen. Hier die Verständigungsschwierigkeiten bei solchen Expeditionen. Im Schnelldurchlauf der Geschichte wieder mal die Technik, die einen ganz wesentlichen Unterschied macht und unsere Welt so geschaffen hat und so gestaltet hat, wie wir sie heute kennen, ist nicht zuletzt aufgrund dieses Schiffes oder dieses Schiffstyps zurückzuführen, die Karavelle und später auch die Galeone, die im 14. und dann 15, vor allem 15. Jahrhundert zu diesen Entdeckungsreisen geführt hat. Und die Möglichkeit, die diese Schiffe, wenn wir zurückgehen auf dieses Dreieck, hatten sie eine militärische Funktion, sie hatten eine diplomatische Funktion vor allem auch und sie konnten aufgrund ihrer Fähigkeiten, ihrer Bewaffnung andere Völker in die Knie zwingen. Das nennt sich dann Gunboat Diplomacy, also Kanonenbootpolitik, die bis heute auch geführt wird. Hier sehen wir dann später auch die großen Kolonialreiche, die aufgrund von Seemacht überhaupt erst möglich waren. Und wenn wir uns jetzt die Welt heutzutage anschauen, auch mit unseren Konflikten, die wir auf dieser Welt sehen, geht natürlich ganz viel auf diese Zeit zurück. Wenn wir uns mit China beschäftigen,
ist eines der wesentlichen Narrative, die China aktuell hat und die chinesische Regierung, muss man richtigerweise sagen, ist, dass sie genau Opfer hier dessen wurde, der Kolonialpolitik, als ein Großreich in die Knie gezwungen wurde von einem ganz entfernten Land, in dem Fall Großbritannien und auch andere Kolonialreiche, oder zum Beispiel auch Deutschland war ja dort auch aktiv, die Preußen, dass hier man jetzt wieder selbstbewusster auftreten kann und das quasi wieder gut machen muss. Das heißt, Europa ist geprägt von der maritimen Geschichte. Das hat viele Vorteile, auch wenn wir es hier vielleicht nicht so spüren, aber es hat Vorteile, weil es viel maritime Tradition gibt. Diese Lehrveranstaltungsreihe ist vielleicht auch Teil maritimer europäischer Tradition. Das heißt, das ist ein Potenzial, das wir haben. Das mache ich ganz gerne. Das würde ich auch Ihnen hier und da mal raten, wenn Sie Lust und Zeit haben, entweder auf dem Handy mal die Karte nicht zu Norden, vielleicht nicht gerade, wenn Sie in eine fremde Stadt fahren, dann vielleicht nicht, dann kann es sehr schwierig werden zu navigieren. Aber wenn man mal so irgendwo unterwegs ist, auch mal die Karte irgendwie anders zu drehen oder auch eine Weltkarte mal anders zu drehen, weil sie uns eine völlig andere Perspektive auf die Welt geben kann. Und wenn wir uns Europa mal so ansehen, dann merken wir, hoppala, das schaut ja ein bisschen anders aus, als wir es gewohnt sind. Und wir merken, okay, wir sind eigentlich hier vom Meer umgeben. Und das Meer spielt auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und wir sind vor allem der Zipfel des eurasischen Kontinents und nicht irgendwo das Zentrum dieser Weltkarte, wie sie ja bei uns eurozentristisch oftmals dargestellt wird, sondern wir sind eigentlich ein Randbereich eines großen Kontinents mit Vor- und mit Nachteilen. Das heißt, wir haben hier eine Halbinsel, Meere spielen eine ganz wesentliche Rolle, Ökosystem Meer. Ich habe einige Freunde, die in diesem Bereich auch forschen, wie das Ökosystem funktioniert, ganz spannendes Thema. Als Quelle von Nahrung, ein ganz spannendes Thema, wo auch aktuell es viel Konfliktpotenzial gibt, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum. Das werden Sie sicherlich letzte oder vorletzte Woche mitbekommen haben. Als Ressource von Energie, sehr wesentlich, als Transportfläche, essentiell. Und jetzt kommt eine Preisfrage. Wie viel Prozent des Welthandels werden zur See geführt? Wer weiß es? Wie viel Prozent des Welthandels wird zur See geführt? Wer hat es gesagt? Über 90. Wer hat es gesagt? 90? 40? 90? Wer hat 90? Stimmt, 90. Jetzt geht es noch. So, muss ich nachher schauen. Nachher gibt es den Preis. Aber den finde ich gerade nicht. Aber nachher gibt es einen Preis. Ja, über 90% des Welthandels werden zur See geführt. Das heißt, es ist essentiell, diese Schifffahrtsstraßen offen zu halten. Und wir werden sehen, dass wir dort durchaus die eine oder andere Herausforderung haben. Kommunikation. Wie viel Prozent, jetzt habe ich keine Geschenke mehr oder keine Preise mehr, aber wie viel Prozent des Internetverkehrs werden zur See geführt? Durch die Kabel, weiß das wer? Gibt keine falschen. Bitte? 90, ja, es sind fast 99%. Also fast alles wird über Unterseekabel geführt, des internationalen Datentransfers. Ganz, ganz wenig wird über den Satelliten geschickt. Es wird jetzt mehr durch die aktuellen Konstellationen, die jetzt gebaut werden, aber die großen optischen Kabeln, die am Meeresgrund laufen, verbinden immer noch die Welt miteinander. Das heißt, die ganzen Finanzgeschäfte werden alles über diese Kabel durchgeführt und nicht irgendwo über den Satelliten. Also ganz wesentlich für die Kommunikation. Tourismus natürlich, das haben wir gerade während Corona gemerkt, wie viel der Tourismus für uns auch in Europa eine Rolle spielt. Vielleicht hat jemand gerade zu der Zeit mitbekommen, dass auch einige deutsche Werften hier in große Probleme geraten sind. Und das Meer ist ein Machtfeld, ein Projektionsfeld von Macht. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt des Meeres neben diesen anderen Aspekten.
Und die Potenziale, die Europa hat, sind immens. Das muss man schon mal dazu sagen. Wir haben eine wirtschaftliche Verflechtung, die es sonst in dem Umfang zwischen so vielen Ländern nirgends auf dieser Welt gibt. Ich habe das Gefühl, dass wir Europäer oft sehr gut sind, uns schlecht zu reden und wie furchtbar Europa und insbesondere die EU auch ist. Aber die Elternsemester werden mir hier recht geben, dass es früher ein bisschen schwieriger war, ein Auslandssemester in Graz zum Beispiel zu machen oder einen Ausflug nach Jugoslawien, das damals unter Tito kommunistisch war und wo man nicht einfach so wie einfach runtergefahren ist nach Kroatien, nach Istrien oder sonst wohin. Oder selbst wenn man in Frankreich arbeiten wollte, es nicht einfach möglich war, dass man nach Frankreich gefahren ist und gesagt hat, hier bin ich, ich möchte hier arbeiten. Das heißt, das hat ein ganz großes Potenzial, diese wirtschaftliche Verflechtung, die natürlich auch auf See stattfindet. Der Freihandel kommt dazu. Dass wir sowohl über die EU als auch über die NATO so viele Staaten mit doch unterschiedlichen Interessen sich zusammenfinden und hier ihre Konflikte in den allermeisten Fällen, mit wenigen Ausnahmen, friedlich beilegen können, ist auch erstaunlich. Hat natürlich aufgrund der Katastrophen, insbesondere des Zweiten Weltkriegs, spielen da eine Rolle. Und es gibt wohl keine andere Region dieser Welt, die mehr bi- und mini-multilaterale Kooperationen, insbesondere auch im sicherheitspolitischen Bereich hat, wie Europa. Das gibt es kein zweites Mal. Das ist oftmals, wenn man ins Ausland fährt und wenn ich zum Beispiel mit südamerikanischen Kollegen oder mit japanischen Kolleginnen und Kollegen spreche, die beneiden uns für diese Potenziale, die wir haben im sicherheitspolitischen Bereich. Wir brauchen uns zum Beispiel das Verhältnis im asiatisch-pazifischen Raum zwischen China, Japan und Südkorea anschauen, wo man eigentlich meinen würde, Südkorea und Japan haben ja aktuell einen gemeinsamen potenziellen Challenger, aber die zwei Länder haben nicht ein ähnliches Verhältnis wie Frankreich und Deutschland hat, trotz einer ähnlich kriegerischen Geschichte. Und das letzte, maritime Tradition. Ganz ein wesentlicher Faktor ist die Tradition und das Verständnis, dass das Meer eine wesentliche Rolle spielt. Die Risiken, also die Potenziale sind da, die Risiken sind enorm. Ich bin kein Freund von diesem ewigen, es war noch nie so schlimm und es war noch nie so dramatisch und das halte ich für den falschen Zugang. Aber im maritimen Raum, und der Christian Büger ist ja einer der wesentlichen Experten, der in diesem Bereich auch arbeitet, auch der hält fest, dass es in diesem Ausmaß so viele Herausforderungen zur See noch nie gegeben hat. Auch für europäische Staaten. Und ich habe hier seine Grafik gestohlen. Auf die wäre ich auch gern gekommen vor einigen Jahren, weil wenn man maritime Forschung betreibt, kommt man an dieser Grafik von ihm nicht vorbei, die ja eigentlich genial ist und auch auf den ersten Blick uns zeigt, welche unterschiedlichen Aspekte hier überall ins Spiel kommen. Und wenn Sie das jetzt auf dieses Dreieck übertragen, wird ganz klar, dass Seestreitkräfte, Staaten, die ihre Fähigkeiten haben, hier klar überall ihre Interessen vertreten müssen, wenn sie denn im internationalen Wettbewerb tätig sein wollen. Und das reicht von des Schutzes von Fischereirechten bis hin zu nuklearer Abschreckung. Und das könnte eigentlich nicht weiter auseinander sein und man muss diese Dinge aber mit ähnlichen Mitteln und auch mit Mitteln, die im Streit, also im finanziellen Streit miteinander stehen, irgendwie schaffen. Und wir kommen jetzt gleich auch zu den Herausforderungen, die natürlich sinkende Budgets und dergleichen zur Folge haben. Ein wesentlicher Unterschied zu dem Zitat von unserem britischen Kollegen oder englischen Kollegen aus dem 17. Jahrhundert ist, dass damals Staaten, noch nicht die Nationalstaaten, aber Königreiche, Fürstentümer und dergleichen mehr, sowohl eine große Handelsflotte hatten, als auch eine militärische Flotte. Da alle Staaten, die was auf sich hielten
und zu See stark sein wollten, hatten beides. Und das hat sich insbesondere im 20. Jahrhundert völlig verändert. Staaten unterhalten selten ihre eigenen Handelsflotten. Oder eigentlich kann man sagen, so wie früher unterhalten sie keine Handelsflotten mehr, weil die zivile Schifffahrt inzwischen völlig anders aufgebaut ist. Wir sehen es jetzt während den Angriffen der Houthis, wie komplex das eigentlich ist. Die sagen, wir feuern hier nur auf britische Schiffe, weil es sind Filipinos, die diese Schiffe, also philippinische Seeleute, die diese Schiffe betreiben. Versichert ist es zwar in der UK und fahren tut es unter liberischer Flagge. Wer wird jetzt angegriffen? Das macht das 20. und 21. Jahrhundert, gerade was die zivile Schifffahrt betrifft, doch deutlich anders, als das noch vor Jahrhunderten der Fall war. Aber wir sind nicht weniger abhängig von Problemen der zivilen Schifffahrt. Das Ereignis, wer hat das Ereignis nicht mitbekommen? Gut, das ist der Suezkanal und da haben wir ein Problem, dass das Schiff quer steht. Und der Baggerfahrer hat sicherlich sich nicht Zeit gelassen dabei, der war sicherlich sehr motiviert, das Schiff wieder frei zu bekommen. Der Schaden, weiß jemand, wie hoch sich der Schaden belaufen hat? Das hat ja knapp eine Woche gedauert, bis sie das Schiff frei bekommen haben. Milliarden. Ja, Milliarden, ja. Die Schätzungen gehen auseinander, manche sprechen, die Zahlen, die ich im Kopf habe, sind rund 60 Milliarden. Das ist so viel wie das deutsche Rüstungsbudget oder gleich viel auch wie das Bruttoinlandsprodukt von Slowenien pro Jahr. Ist in 6 Tagen da aufgegangen, puff, weg. Weil die internationalen Lieferketten so abhängig sind von der pünktlichen Verschiffung, Ankunft. Jeder, der in der Industrie ist, weiß das, das muss on delivery, das muss da sein. Und wenn es nicht da ist und alle anderen Schiffe sich auch aufstauen, dann haben wir ein Problem. Auch die Angriffe der Houthis aktuell kosten der globalen Wirtschaft Milliarden und Abermilliarden. Und die Frage ist, betrifft das auch ein Land wie Österreich, das keinen direkten Zugang zum Meer hat? Ja, selbstverständlich. Ein Geschäft in Graz. Ich will Ihnen nur verdeutlichen, wie wichtig das ist, auch für einen Binnenstaat und natürlich einen Staat wie Deutschland mit Meerzugang noch viel mehr. Ein Geschäft in Graz, Mont Blanc, kennt vielleicht der eine oder die andere, haben sowohl schöne Uhren als auch Kugelschreiber. Ich war noch nicht drinnen. Die haben genau zu dem Zeitpunkt aufmachen wollen, wie die Ever Given stecken geblieben ist, das Schiff im Suezkanal. Die Produkte von Mont Blanc sind aus der Schweiz, die werden in der Schweiz produziert, sowohl die Kugelschreiber, die Füller, als auch die Uhren. Sie konnten aber nicht aufsperren. Warum konnten sie nicht aufsperren? Warum konnten die das Geschäft nicht öffnen, obwohl das ja in der Schweiz produziert wird? Irgendwelche Ideen? Ja, von was? Der Rohstoff. Bitte? Rohstoff? Zu benötigenden, ja. Teile und der zu benötigenden, ja. Rohstoff. Jein, weil die Kugelschreiber und die Füller waren ja schon alle produziert. Verpackungsmaterial. Da kommen wir der Sache schon näher, wenn man das Bild anschaut. Genau, die Vitrinen. Die Vitrinen sind nicht aus der Schweiz, die Vitrinen kommen aus Fernost. Und die konnten nicht aufsperren, weil sie keine Vitrinen haben. Ne? Also das zeigt nur, wie ein Geschäft inmitten von Österreich ein Problem hat, weil die Ever Given stecken bleibt. Das ist eine der großen Herausforderungen. Jetzt haben wir in Europa noch viel mehr Herausforderungen. Ich gebe viele Seminare an Universitäten zum Thema Großmachtkonflikt, weil das jetzt etwas ist, was uns wahrscheinlich alle betrifft oder zumindest betreffen sollte. Wir haben in den letzten 20 Jahren, oder sagen wir nochmal bis 2014, also bis in Mitte des letzten Jahrzehnts, hatten wir eine Entwicklung, wo wir geglaubt haben und viele geglaubt haben, durch die Globalisierung würden sich Konflikte lösen lassen, man kann Wandel durch Handel, man kann auch im maritimen Raum gemeinsame
Probleme bewältigen, Piraterie, Terrorismus und dergleichen mehr. Und gleichzeitig hat Europa während dieser Zeit stark, sagen wir mal so, ihr Geld anders investiert als in Verteidigung und Sicherheit. Jetzt bin ich ein großer Freund von, machen wir es anders. Wir leben jetzt aber in einer Zeit, wo Großmächte zunehmend in Konflikt miteinander stehen, insbesondere China und die USA. Das wird unser Jahrhundert prägen wie kaum etwas anderes. Russland führt bekanntlich einen Angriffskrieg seit über 2 Jahren gegen die Ukraine. Auf europäischem Boden haben wir wieder einen Krieg, wo täglich Hunderte und Tausende Menschen sterben. Und wir merken, dass diese Idee der Globalisierung der Lieferketten nicht mehr so funktioniert, wie wir das uns zum Teil gewünscht haben. Das heißt, wir merken, dass Firmen und auch Staaten zunehmend in die Wirtschaft eingreifen. Für Deutschland was ganz was Neues, dass der Staat hier in die Wirtschaft eingreift. Für andere Staaten wie China ist es logisch, dass das so funktioniert. Dass subventioniert werden muss, dass gewisse Zölle eingebaut werden, dass gewisse Güter nicht verkauft werden. Das heißt, wir sehen hier ein zunehmend konflikthaftes Jahrhundert. Und das spielt sich auf den Meeren ganz stark ab. Und wir haben in Europa die Herausforderung, dass wir uns seit vielen Jahren auf die USA als Sicherheitsgarant verlassen. Und deswegen auch hier die kleine Karikatur, die von einer Konferenz aus Kiel, also einer Konferenz stammt. Hier sieht man das Schweinchen der europäischen Investition und der eine Admiral sagt zum anderen, falls die EU das wirklich sich Sorgen machen würde, dass die USA sie nicht mehr unterstützen würde, dann würden sie wohl mehr investieren. Und der andere Kollege sagt, vielleicht sind sie nicht auf Twitter, weil damals natürlich Präsident Trump viel getwittert hat, was die Europäer nicht mehr machen sollen. Das heißt, wir sehen zunehmenden Konflikt auch auf See in einer Breite von unterschiedlichen Bereichen, die sehr schwer zu handhaben sind. Und hier oben insbesondere, was für Europa gilt, ist aus Sicht der NATO auch insbesondere Russia, Radicals und Refugees. Das heißt, wir haben hier eine große im Norden, insbesondere die Herausforderung durch Russland, nicht nur im Norden, aber insbesondere. Wir haben im Schwarzen Meer aktuell ein geschlossenes Meer zu einem gewissen Teil, wo man nicht einfach reinfahren kann, wo es auch gefährlich ist, sich aufzuhalten. Also ein europäisches Binnenmeer ist de facto abgeschnitten. Und man kann de facto auch nicht hier einfach seine Waren handeln. Wir haben ein durchaus prekäres Mittelmeer. Ich brauche Sie, glaube ich, nicht erinnern viel erklären, dass natürlich wir hier unterschiedliche Herausforderungen im Bereich der Migration, der illegalen Migration auch haben. Und wir sehen jetzt, was gerade in den 1990er Jahren ganz viele befürchtet haben, die Proliferation von sehr modernen Flugkörpern, unbemannten und autonomen Waffensystemen, die jetzt wirklich gegen die zivile Schifffahrt im Roten Meer eingesetzt wird. Das hat man gerade in den 90er Jahren hat man wirklich Sorge gehabt. Das hat jetzt 20, 30 Jahre gedauert, bis das wirklich greift. Aber das ist etwas, was auch Europa vor große Herausforderungen stellt. Defizite. Ich bin kein Europa-Basher, das habe ich schon mal gesagt. Ich fand es auch ganz spannend. Ich war letztens bei einer Gruppe, habe junge Wirtschaftsstudierende unterrichtet und wir haben ein bisschen über Europa gesprochen. Und wir machen das immer, ich die amerikanische Rolle, wir haben eine Kollegin, die macht die russische Rolle und eine Kollegin ist eine Chinesin, die macht die chinesische Perspektive. Und die Studierenden haben so, wow, was China alles schafft und die Elektroautos und hin und her und die großen Firmen und was die Amerikaner alles schaffen mit Apple und Alphabet und Google und diese ganzen Microsoft und die Firmen. Und dann haben wir mal gefragt, welche großen konkurrenzfähigen europäischen Firmen kennt ihr denn, haben wir die jungen Studierenden gefragt. So gut wie nichts. Also das fand ich ganz spannend,
dass eigentlich wir uns oft selber nicht wirklich viel zumuten, gerade in Europa, dass wir in ganz vielen Bereichen nach wie vor Weltmarktführer sind, dass es ganz viele Konzerne gibt in Europa, ob es in den Luxusmarken sind, die jetzt sie während Corona diese Aktien gekauft haben von Louis Vuitton, haben sie gutes Geld gemacht bis jetzt. SAP, Siemens, die Autobauer nach wie vor. Wir haben in Österreich einige Großkunden, nicht nur Red Bull, die wirklich ganz vorn dabei sind. Also es zeigt auch ein bisschen unsere eigene Wahrnehmung von Europa, die hier mit reinspielt. Aber wir haben natürlich ein Problem. Und das sind jetzt nicht die Herrschaften. Das möchte ich nicht meinen. Sondern die Frage ist, das ist Macron, für diejenigen, die das Bild nicht kennen, weiß sich darzustellen, wie kaum ein anderer, sondern wie Henry Kissinger gesagt hat, who do I call if I want to call Europe? Und da gehen wir wieder zurück auf diese Begriffsdefinition von Europa, Europa als maritime Macht. Was meinen wir mit Europa? Und in meiner Arbeit habe ich da einige Seiten drauf verwendet, um zu sagen, was ist denn Europa für mich? Weil wenn ich über maritime Macht spreche, meine ich dann die maritime Macht der EU, meine ich die der NATO, der europäischen Akteure der NATO, meine ich die Türkei, meine ich Frankreich, was meine ich denn eigentlich? Und das macht es natürlich schon schwierig, diese vereinte Stimme, dass man gemeinsame Handlungen setzt, das heißt, dieses Potenzial, das ich vorher erwähnt habe, das wir haben mit der EU, mit diesen vielen unterschiedlichen Kooperationen, die es in Europa gibt, ist aber auch nur zu einem gewissen Grad der Fall, weil wir einfach so viele unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Interessen haben. Und das können wir nicht wegdiskutieren. Wo ich sehr wohl sehr pikiert reagiere, ist, wenn gewisse Dinge der Europäischen Union zum Beispiel lächerlich gemacht werden. Wenn man vor 30 Jahren gemeint hätte oder gesagt hätte, Europa würde eine eigene maritime Operation durchführen, im Roten Meer, mit scharfem Schuss, unter Beteiligung einer deutschen Fregatte, die hätten einem den Vogel gezeigt. Niemals, never, niemals wäre das möglich, ne? Jetzt sind wir aber soweit. Das heißt, wir sehen, dass wir schon Potenziale haben, das dauert oftmals, aber wir brauchen länger in der Entscheidungsfindung. Wir haben natürlich die Schwächen von Demokratien gegenüber autoritären Staaten, auch im maritimen Bereich, dass wir nicht so schnell handeln können. Und wir haben natürlich eine Herausforderung, dass wir, und den Artikel würde ich Ihnen sehr empfehlen, für alle Junggebliebenen gerne auch das Handy zücken und den QR-Code scannen, da kommen Sie direkt zu diesem Artikel unserer Kollegin der Ulrike Franke, die einen sehr guten Beitrag hier geschrieben hat zur Sichtweise dieser ihrer Generation, die auch im Endeffekt meine Alterskohorte ist, die eigentlich im Frieden aufgewachsen sind nach dem Fall der Mauer und eigentlich nicht mehr gewusst haben, okay, es geht nur bergauf, die 90er Jahre, boom, und uns geht es so gut und alles läuft und auf einmal kommen wir drauf, hoppala, ist doch etwas schwieriger, als wir uns das vorgestellt haben. Und jetzt und ich merke es in Österreich noch viel mehr als in Deutschland. Wir sind ja neutral, was ich unter diesen aktuellen Bedingungen sehr, eigentlich sind wir nicht, moralisch sind wir nicht neutral, aber natürlich militärisch sind wir neutral, was ich unter den aktuellen Bedingungen für sehr, sehr spannend, sagen wir mal so, wertfrei halte. Das heißt, wir haben hier einfach eine Zeit, eine Periode ohne große Konflikte, wo wir geglaubt haben, ja, es läuft eh in unsere Richtung. Und andere werden es uns gleich tun und der maritime Raum wird für uns, für alle da sein. Und jetzt merken wir, nein, es geht in die entgegengesetzte Richtung. Einige Schlagzeilen aus den letzten Monaten. Fangen wir vielleicht beim Ältesten an. Deutschland ist weiterhin seeblind. Deutschland, nicht meine Worte, hat natürlich die Herausforderung, obwohl es ein großes maritimes Interesse hat, haben sollte, es eine Kontinentalmacht war, historisch, immer auf kontinental bezogen war und dadurch eben diese maritime Tradition, anders als die UK zum Beispiel, aber auch die Niederländer, anders sieht, anders wahrnimmt und Christian Jentsch,
den ich sehr gut kenne auch, der das nächste Mal da sein wird, wird das auch schön beschreiben, wie die Denke zum Beispiel der Deutschen war, insbesondere was ihre Seestreitkräfte im Kalten Krieg betroffen hat. Sehr, sehr eng gedacht. Wir sind nur, was die NATO uns sagt, machen wir. Und dann haben wir natürlich zwei aktuelle Fälle, die ich einfach hier so mal rauf projizieren will, ohne Kritik an der deutschen Marine oder der dänischen Marine üben zu wollen, sondern das ist einfach nur ein Symptom der vergangenen Jahre, dass hier die Erfahrungen werden jetzt gemacht, die man hätte vielleicht vorher schon machen können. Das ist etwas, was insbesondere Deutschland natürlich im maritimen Raum auch hindert, dieses Machtpotenzial zu entfalten, ist die durchaus interessante, ihr interessantes Verhältnis zur Bundeswehr. Jetzt glaube ich, dass hier drinnen wir vielleicht nicht ganz repräsentativ sind für die deutsche Bevölkerung, was Sicherheitspolitik betrifft. Ich habe doch in Kiel einiges an Gegenwind, und meine Kolleginnen und Kollegen auch einiges an Gegenwind verspürt, weil wir zu Sicherheitspolitik geforscht haben. Allein das hat schon gereicht, um einer von denen zu sein, was immer einer von denen ist. Ne? Das heißt, was in anderen Ländern War Studies heißt, Kriegsforschung, wäre in Deutschland völlig unmöglich. Versuchen Sie mal einen Lehrstuhl zur Kriegsforschung in Deutschland aufzuziehen oder auch in Österreich den aufzuziehen. Das hat schon mit etwas mit unserer Geschichte zu tun, limitiert uns aber auch. Und generell haben wir natürlich in Europa, auch in anderen Ländern, diese Herausforderung, wenn es um Defizite geht, dass wir inzwischen einfach seit 30 Jahren nicht die sicherheitspolitischen Signale gesehen haben. Wir hatten Vorlaufzeit. Krim war 2014, jetzt haben wir 2022, Georgien war 2008. Das eigentlich, diese strategische Vorlaufzeit, die hatten wir eigentlich schon. Die Defizite natürlich auch im Rahmen der EU sind, dass die EU natürlich ein großer supranationaler Körper ist, der bei Entscheidungsfindungen es sehr lange dauern kann. Man sieht jetzt zum Beispiel mit dem Einsatz im Roten Meer, wie viel länger das gedauert hat. Die Amerikaner sind gleich mal dort, weil sie schon dort sind. Und die Briten hängen sich dran an und die Europäische Union braucht deutlich länger. Man hat auch gemerkt, dass man in der Europäischen Union im maritimen Raum kleiner anfangen muss. Man hat Atalanta, der Antipiraterie-Einsatz, den hatte man 2008 fortfolgend, 2010 insbesondere dann auch. Dann hatte man Irini zur Seenotrettung und auch natürlich zur Verhinderung von der Schlepperei im Mittelmeer. Aber man hat gemerkt, okay, die europäischen Länder haben nicht die Kräfte, um sowohl im NATO-Verbänden mitzufahren, als auch EU-Verbände zu führen, und es wird immer schwieriger, EU-Verbände aufzustellen. Und jetzt hat, was die EU gemacht hat, ist, dass sie auch Konzepte inzwischen entwickelt hat, wo es leichter ist, maritime Einheiten reinzuschicken und auch wieder rauszulösen, damit einfach die europäischen Staaten sagen, okay, ich bin jetzt kurz mit dabei und jetzt kann ich wieder woanders mitfahren. Das ist eine Entwicklung, die wir sehen, dass man versucht, noch niederschwelliger EU-Operationen durchzuführen, damit die Staaten bereit sind, daran teilzunehmen. Wir haben diese Doppelung zwischen NATO und EU. Ich werde oft gefragt, ob man Richtung EU-Armee irgendwelche Entwicklungen in die Richtung denkt. In Österreich ist es ein großes Thema natürlich, weil wir nicht bei der NATO sind. Gibt es viele Proponenten dafür. Können wir gerne darüber diskutieren im Anschluss. Ich bin da etwas skeptisch. Das heißt, wir haben auch die Herausforderung, dass nicht nur im Einsatz, sondern auch in der Instandhaltung, in den Werften, in der Industrie, sowohl im zivilen Bereich als auch im militärischen Bereich, es einfach über Jahre und Jahrzehnte nicht große Investitionen gegeben hat. Und ich weiß nicht, ob Christian Büger das letztens auch erzählt hat, die Geschichte, oder beziehungsweise die Statistik. China baut pro Jahr eine Marine, die von der Tonnage her größer ist als die Royal Navy, die größte europäische Marine. Das heißt, jedes Jahr lassen die Chinesen eine Royal Navy zu Wasser.
Jedes Jahr aufs Neue. Und auch ohne, also man sieht auch noch keinen Rückgang im Bauvorhaben. Und das stellt Europa, die auch weltweit ein Interesse haben, schon vor Herausforderungen. Ausblick. Wenn wir uns also anschauen, die Potenziale, die Herausforderungen und die Defizite, dann stellt sich für Europa ein gemischtes Bild dar. Wir müssen uns auf nationalstaatliche Initiativen primär verlassen in Europa. Das heißt, Deutschland muss primär mal schauen, was macht Deutschland. Wir haben die Herausforderung, dass andere Staaten gerade andere Interessen auch haben. Wir sehen das gerade ganz stark im industriellen Bereich, also im Sektor der Werften und dergleichen. Da ist ganz stark natürlich nationales Interesse dran, dass nicht hier es zu einem Konglomerat an europäischen Werften kommt, wo gewisse Jobs verloren gehen. Wir sehen eine Konsolidierung auch der Industrie. Und wir sehen zwar schon diese Idee der Zeitenwende, aber um eine wirkliche Seemacht wieder und insbesondere im militärischen Bereich Wirkstärke zu haben, muss natürlich über lange Zeit viel investiert werden. Und ich sehe aktuell wenige Trends, die wirklich für eine langanhaltende Investitionsentwicklung, die dafür sprechen. Also ich glaube schon, wir sind alle schon ein bisschen kriegsmüde, unter Anführungszeichen, bitteschön. Das heißt, was in der Ukraine passiert, wir sind schon abgestumpft, okay, es wird halt wieder ein Luftschlag, ach, es ist hier ein Schiff untergegangen im Roten Meer, was interessiert mich da schon? Solange ich es nicht im Geldbörserl spüre, wie es so schön heißt, ist es, und die Spritpreise nicht zu hoch sind, wird schon okay sein. Das heißt, wir sind hier, aus meiner Sicht, ist noch kein allzu großes Umdenken in vielen europäischen Ländern passiert. Natürlich, umso weiter man westlich rückt und umso weiter man von Russland entfernt ist, umso weniger prekär und umso weniger direkt spüren es die Menschen auch. Das muss man schon dazu sagen. Das heißt, wir werden im 21. Jahrhundert wird ganz klar von maritimen Fragestellungen betroffen sein. Ob das die Klimaveränderungen sind, die ganz klar auch eine Auswirkung auf viele Bereiche dieser Welt haben. Ob das die zunehmende Ausbeutung der Ressourcen der Meere ist, wo auf einmal Fischfangflotten den halben Südpazifik, chinesische Fischfangflotten in dem Fall, den halben Südpazifik leerräumen. Ob das nichtstaatliche Akteure sind, die auf einmal Handelsstraßen komplett absperren und die Durchfahrt verunmöglichen. Ob das wirklich auch Staaten sind, die zunehmend auch militärisch gegeneinander wirken, all das wird auch hier für Europa ganz, ganz wesentlich sein. Ich empfehle diese Karte auch, das ist etwas ganz Spannendes, weil das wieder uns darauf hinweist, dass Europa eigentlich am Rand der Welt ist, wenn man es so sieht. Hier das rechte äußere Zipfelchen, insbesondere in einem 21. Jahrhundert, das ein pazifisches Jahrhundert schon ist und nicht notwendigerweise ein europäisches Jahrhundert. Das heißt, wenn ich damit, und dann haben wir auch gut Zeit, um zu diskutieren, schließen darf, Europa steht vor großen Herausforderungen. Es hat die Potenziale, im maritimen Raum tätig zu sein. Für Deutschland insbesondere gilt es, hier wirklich noch mehr Bewusstsein auf das Thema zu lenken. Ich finde, dass solche Vortragsreihen sehr zielführend sind. Würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie dann rausgehen und mit Ihren Verwandten und Bekannten über das Thema sprechen, damit das ein bisschen auch Breitenwirksamkeit bekommt. Und ich als doch Transatlantiker, der ich per Natur bin, bin auch überzeugt davon, dass unser gutes Verhältnis mit anderen Staaten, insbesondere den USA, ganz wesentlich sein wird, dass wir ein für uns friedliches 21. Jahrhundert erleben und den Kräften, die aktuell doch auch im maritimen Raum
für Bedrohung sorgen, Paroli bieten können. Ich darf, weil ich doch tausende Stunden darauf verwendet habe, das hier zu schreiben. In Englisch nennt sich das den Shameless Plug, also diesen, ich weiß gar nicht, wie sich das auf Deutsch übersetzt. Das heißt, wenn Sie da eher der haptische Typ sind, dann gerne das in die Hand nehmen. Da wird ganz viel darüber noch erklärt, was ich Ihnen heute in Kürze gesagt habe. Wenn Sie eher der audiophile Typ sind, in Deutschland gibt es sehr viele audiophile Typen, dann gerne auch einfach per Podcast auf Spotify oder dergleichen. Und mit dem darf ich schließen und danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragen.